Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pancave vs. Seine Kampf Nummer 12. Und ja, mit dabei ist wieder... Der Marcel, genau. Ja, weiß ich auch nicht. Hallihallo. Hallo. Und willkommen an die Zuschauer natürlich. Wir hatten das schon, also es gibt noch eine Live-Kampf-Variation zunächst einmal, ne, in der Beschreibung, der Link. Jetzt sag ich das mal. Okay. denn... Auch da hatten wir das ja erzählt gehabt, dass wir beide ja, was so Vorbereitung angeht, nicht so ganz bei Sache sind. Ja. Ja, ist halt bei diese Woche etwas schwierig gewesen mit Klausuren und so weiter. Ja, und bei mir ist es dieser berüchtigte Tag danach mit einem dicken Schädel in den Kampf und womöglich auch in die Aufnahme. Der gestrige Abend ging wohl länger als eigentlich geplant. Tja. Aber das hält uns nicht davon auf. Genau, das soll uns jetzt gar nicht weiter stören, denn ja, wir haben wieder einen Kampf ausgetragen. Und zwar hast du mit Bronson gestartet. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich soll wieder erklären. Wie kommst du auf diese unfassbar bescheuerte Idee? Ja, ich dachte mir auch, dass es eine unfassbar bescheuerte Idee ist, weil es macht gar keinen Sinn. Ja. Aber ich mag es, ohne Sinn zu spielen. Nee, ich habe mich dazu entschieden, Bronson zu nehmen, weil... Eigentlich war es so gesehen meine Strategie aus diesem Kampf hin, dass ich versuchen möchte, meinen Bizarro-Raum eben so lange wie möglich offen zu halten, beziehungsweise es hinzubekommen, dass mein Bizarro-Raum so lange wie möglich halt eben hält. Da Bronzong eins meiner Pokémon ist, die halt eben Bizarro-Raum meinem Team nehmen können, aufgrund der relativ langsamen Pokémon aus meinem Team, war es für mich dann wichtig, dass ich dann Bronzong als erstes einsetze, um halt direkt diesen Bizarro-Raum rauszubekommen. Weil ich sogar auch, also beispielsweise, ich habe damit gerechnet, dass du mit Tobots leadest. Da hatte ich ein bisschen Angst gehabt, dass du dann vielleicht einen Taunt, also hier Verhöhner drauf hast. Aber da hatte ich mir sowieso überlegt, wärst du mit Tobots angefangen, hätte ich dann auch einfach mal Gyroball rausschicken lassen können. Dann hätte das schon seinen Job ganz gut erfüllt. Angst haben vor Tobots Feuersturm beispielsweise müsste ich ja nicht haben, weil ich habe hier halt eben den Hitzeschutz eben drauf. Was auch gut war gegen dein Lead in dem Fall, wenn es dazu gekommen wäre, dass du eine Feuerattacke einsetzt. Und zwar hast du dich ja dazu entschieden, Fiaro anzufangen. Und ich meine, wir kennen ja schon die berühmt-berüchtigte Frage, warum setzt du denn Fiaro als erstes ein, lieber Julius? Erzähl mir das doch mal. Ich habe einfach gedacht, Fiaro ist eigentlich der beste Lead, den ich haben kann. Es ist sehr anfällig für Tarnsteine, das heißt, bietet sich als Lead sowieso schon mal grundsätzlich an. Und außerdem natürlich... haben wir natürlich alle gesehen, dass du eine vierfache Feuerschwäche in deinem Team hast. Also ich meine, also vier deiner Pokémon haben eine Feuerschwäche, so meine ich das. Und ja, ich habe mir gedacht, Fiaro macht eigentlich allem ganz gut Schaden. Und selbst wenn du mit Bronzong anfängst, kann ich halt immer noch mit der Kehrtwende rausgehen, um mir dann halt die Switch-Advantage zu sichern. Also von daher, ich fand, das war eigentlich ein ziemlich guter Lead. Das Einzige, was ein bisschen problematisch hätte sein können, wäre, wenn du mit Briggeron geleadet hättest, wenn du dann auf die Schutzstacheln gegangen wärst. Oder halt, wenn du da auf die Schutzstacheln gegangen wärst, weil dann hätte Fiaro schon mal direkt sehr viel Schaden gefressen, wahrscheinlich durch den Beulenhelm und die Schutzstacheln halt. Das wäre mir jetzt nicht ganz so recht gewesen, da hätte ich sogar überlegt, ob ich eventuell Hart rauswechsle. Aber für alles andere fand ich es eigentlich ganz gut, weil, naja, Bronzong, okay, wird mit dem, durch den Hitzeschutz wird durch den Flare Blitz immerhin normal getroffen sozusagen, kriegt aber trotzdem Step. Auch Rotom bekommt dadurch viel Schaden, könnte man aber auch mit dem U-Turn gut anknacksen. Togekiss lohnt sich immer Schaden auf Togekiss rauszukriegen. Necrozma hättest du wahrscheinlich gar nicht reingeschickt oder gar nicht drin gelassen, weil das wäre einfach zu wichtig gewesen. Und Mega Firnentor hätte ich mir da auch eher nicht ganz so gut vorstellen können, weil du es ja auch nicht mit irgendwie einem Scarf spielen kannst. Also es wäre auf jeden Fall langsamer gewesen als Fiaro. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein ganz guter Lead, mit dem ich hier mal anfange. Und apropos anfangen, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Kampf. Yeah, Master of Transitions. Sehr gut. Gefällt mir. Ja, da sieht man mal wieder den wunderschönen Pokémon-Trainer des SaintTV. Ja. Jedes Mal wieder funkelt er uns in den Augen. Ja, und da kommt mein BBM-All, was ja leider nicht mehr ganz so gut möglich ist. Was ein bisschen schade ist, finde ich. Ich finde den Nerf von Orkanschwingen echt schade. Finde ich aber auch schade genug. Ganz ehrlich. Ja, hier gehe ich erstmal mit U-Turn raus. Wie gesagt, wollte keinen Steinhagel riskieren. Nicht auf mein Fiaro, das wäre mir nicht so cool gewesen. Und jetzt hole ich Plüschi rein, was den Steinhagel dann doch wahrscheinlich ganz gut abfangen sollte. Und schon mal ein bisschen Druck aufbauen kann. Und da kommt auch der Steinhagel.
Ja, ich hab mir halt gedacht gehabt, yo, Bizarro-Raum, den ersten Turn war jetzt nicht so unbedingt klug, wenn du zwischendrin gewesen wärst für irgendeine Attacke, hätte ja sein können. Hätte ich dich auf jeden Fall mit dem Steinhagel halt eben erwischen können. Hier sitzt du auf Erdkräfte, hatte ja nicht Levitate, also Schwebe drin, aber das habe ich mir auch ausgenutzt, um dann trotzdem Bizarro-Raum rauszubekommen, selbst wenn du irgendwie auf Bürde gegangen wärst. Mein Bronzong hätte das halt eben überlebt und ich wollte halt sicher diesen Bizarro-Raum rausbekommen, der halt eben irgendwie meine Gaming-Condition halt eben war. Und danach habe ich mir gedacht, gut, jetzt bin ich eh schneller, das Pokémon kann ich auch sacrificen, kann ich aber auch Tarnsteine rauslegen, weil es deinem Team ganz schön gut Schaden macht. Und dann setzt du den Ladestrahl ein und der Ladestrahl macht jetzt nicht immensen Schaden, nur ich hatte jetzt halt eben Angst gehabt, dass du dich jetzt hochboosten kannst, da ich jetzt wieder Überreste reinsetze und du setzt jetzt die ganze Ladestrahl ein, bis mein Bronzong halt eben tot ist. Und kannst halt währenddessen nicht die ganze Zeit halt eben boosten, das wollte ich halt eben nicht, das wollte ich vermeiden, deswegen gehe ich direkt auf mein Phenontor, um... ja, eine Attacke rauszusetzen, die nach deinem Ladestrahl gleich kommen wird, die ich mir überlegt habe, weil du kannst in kein Explosion reinwechseln, wo ein Pokémon von dir nicht sterben wird. Und deswegen dachte ich mir, komm, gehe ich jetzt auf Mega Phenontor und werde direkt auf die Explosion halt eben setzen, weil, wie gesagt, es ist egal, was du da rein switcht, dein Pokémon wird halt eben sterben davon. Ja, der Ladestrafe übrigens tatsächlich, weil ich gedacht habe, du würdest dann rauswechseln, um nicht nochmal den Erdkräfteschaden zu kassieren. Aber okay, gut. Jetzt ist es soweit, dass Hytara schon leider das Feld verlassen muss. Gerade reingekommen und schon wieder down. Ist ein bisschen schade, weil Hytara ein ganz guter Supporter eigentlich für das Team war. Ich hatte hier noch den Wunschtraum, dann sowas wie Stealth Rocks, Donnerwelle und so weiter. Das war eigentlich ein ganz gutes Supporter-Pokémon. Aber ich habe mir gedacht, ich brauche es irgendwie vielleicht doch am wenigsten noch in diesem Kampf. Und hier mache ich leider den ersten Fehler. Ich hole meinen Fiaro rein. Und das war nicht so gut. Das ist nämlich eine Runde zu früh, weil der Bizarro-Raum noch geht. Und wenn Necrozma nicht gescarft ist, dann ist es schneller als Fiaro. Und dementsprechend, ja, geht Fiaro hier jetzt an dem Steinhagel zugrunde. Der hätte wahrscheinlich auch bei vollem KP ausgereicht. Überhaupt gar kein Wunder, dass das hier ausgereicht hat. Und erst jetzt ist der Bizarro-Raum weg und ja, jetzt habe ich leider meinen Fiaro geopfert, das war ziemlich doof, hätte ich auf jeden Fall noch gut gebrauchen können. Als nächstes kommt Hammertime, was natürlich gegen den Crossbar ganz gut ist, aber du holst erstmal dein Brigaron rein, was natürlich durch den Beulenhelm diesen Abschlag da ganz gut zurückkontern kann. Und jetzt habe ich mir gedacht, na gut, du wirst jetzt auf Schutzstacheln gehen, um nochmal Schaden rauszukriegen. Also gehe ich auf Drachentanz, aber du gehst nicht auf die Schutzstacheln. Vielleicht hast du sie gar nicht im Set, ich weiß es ja gar nicht. Aber du gehst jetzt an dieser Stelle leider auf den Uplight-Hieb. Und der macht natürlich ziemlich guten Schaden und er reicht leider sogar aus. Das war ein bisschen unlucky, das fand ich ein bisschen schade. Aber jetzt ist tatsächlich schon mein drittes Pokémon direkt down. Sehr uncool. Tatsächlich habe ich gar keine Schutzstacheln in meinem Set drin, deswegen habe ich mir so gesehen gedacht, komm, greifst du an, bevor da irgendein Mist mit Schwertanz oder so ein Quatsch halt eben kommt, weil ich ging davon aus, dass ich einen Angriff von dir überleben werde. So setzt du dann Giratina raus, ich habe jetzt nicht wirklich mit Psychokinese gerechnet, aber Brigaron überlebt die Psychokinese und hier dachte ich halt, gut, ich habe Tarnsteine draußen, du könntest, weiß ich nicht, Defog haben, du könntest auf deinem Pokémon Irrlicht haben und so ein Quatsch, damit möchte ich mich gar nicht auseinandersetzen. Deswegen kam ich direkt auf den Verhöhner drauf, habe jetzt Rotom reingeswitcht, weil da war es mir auch egal, ob du weiter mit Psychokinese angreifst oder mit einer anderen Attacke eben, Rotom würde das halt eben gut wegstecken. Und hier ging ich dann davon aus, dass du jetzt wahrscheinlich genau auf den Dragometeor gehst. Deswegen, Dragometeor habe ich dann mal ausgerechnet beim Calculator, wie viel Schaden das macht. Und man sieht, ich habe sehr viel Glück mit der Roll gehabt. Ich glaube, das war eine 80%ige Chance, dass du mich KO'st. Und ich habe überlebt mit 2 KP. Ja, sehr unlucky auf dieser Stelle. Auf jeden Fall an dieser Stelle. Dadurch kriegst du nochmal das Toxin raus. Und durch den Dracometeor ist natürlich mein Spezialangriff halbiert. Das heißt, ein weiterer Dracometeor würde hier auf gar keinen Fall ausreichen und alles andere sowieso schon mal gar nicht. Also muss ich hier an dieser Stelle auf jeden Fall rausswitchen. Hol da meinen Pudding rein, weil es, glaube ich, gegen Rotom noch am ehesten bestehen kann auf jeden Fall. Und da kommt auch die Bürde, die natürlich dann doppelten Schaden auf Giratina verursacht hätte, was Pudding natürlich einfach, ja, quasi ist wie ein Pudding. Und na gut, jetzt kommt aber trotzdem der Leitteiler von dir. Das fand ich jetzt nicht ganz so cool, dass mein Pudding da einfach so KP abgezogen bekommen hat. Und ich hoffe, ich kriege jetzt ein gutes Matchup. Aber nein, ich kriege Togekiss durch die Drachenroute. Das war auch wieder sehr unlucky. Also hier schon mal zweimal ins Klo gegriffen sozusagen. Erst mit dem Dracometeer und dann auch noch mit Togekiss. Sehr, sehr schade. Ich entschließe mich hier tatsächlich an dieser Stelle schon Discogon abzuwerfen. Ich kann nichts in dieses Togekiss reinwechseln, weil ich die beiden Pokémon, die sonst noch da sind, brauche. Giratina und Vesprit. Hätten
also können halt in der Theorie am Ende noch aufräumen. Deswegen muss ich an dieser Stelle Viscogon opfern. Leider. Aber ja, es muss halt einfach sein, weil ich sonst keine Chance mehr gesehen habe, wie ich da irgendwie noch was reißen kann. Ja. Aber dein Togekiss sagt natürlich, nö, nicht mit mir. Ich booste mich erstmal wieder hoch. Ich heile mich erstmal wieder hoch und ich kann damit Viscogon irgendwie gar nichts gegen machen. Glücklicherweise gehst du dann jetzt aber doch endlich mal auf den Zauberschein, damit Viscogon jetzt down ist und der Kampf weitergehen kann. Ja, es war für mich relativ unnötig, da deinen Eisstrahl, also so viel HP halt eben vom Eisstrahl wegzubekommen. Also habe ich das einfach mal ausgenutzt, mein Togekiss wieder ein bisschen hochzuheilen, damit ich mein Togekiss auch ein bisschen länger verwenden kann. Und hier setzt wieder dein Giratina ein. Hier war es für mich klar, du wirst wahrscheinlich auf Ladestrahl eben halt gehen. Wusste aber, dass ich das tanken werde. Und ich habe gesehen im Calculator, wenn ich jetzt wieder meinen Zauberschein einsetze, wird das sowieso ausreichen mit dem Toxin, das halt am Ende dann noch durchsetzt. Beziehungsweise, ah, okay, es hat ja auch ohne schon gereicht. Und somit habe ich den Giratina schon weg. Und somit verbleibt bei dir nur noch dein Papa-Schlumpf, also dein Tobutz. Und bei Tobutz war das dann, dass ich mir überlegt hatte, du könntest irgendwas haben wie, weiß nicht, Donnerblitz oder sowas. Und das möchte ich gar nicht riskieren, dass mein Togekiss da unnötig drauf geht. Gehe ich einfach auf mein Necrozma und habe ja auf Necrozma beispielsweise den Abschlag drauf, der gegen Tobutz einfach vom Bonded KO ausreicht. Und ja, dann hast du halt eben etwas offenbart. Da habe ich ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen Angst bekommen, als ich gesehen habe, dass auf einmal deine dynamische Maxi-Flamme einsetzt. Weil ich jetzt nicht ganz genau wusste, wie viel Schaden mir das machen wird, aber wir werden es ja jetzt gleich selber sehen. Ja, das ist ein Z-Flammenwurf übrigens, für die, die es nicht wissen. Also nichts irgendwie Feuersturm oder sowas und wir sehen, es reicht leider nicht aus. Ein Z-Feuersturm hätte an dieser Stelle ausgereicht, aber ich bin grundsätzlich nicht so der Freund von diesen Attacken, die mehr Schaden machen, aber dafür weniger Genauigkeit haben, weil im Zweifel geht das halt irgendwie immer daneben bei mir. Und ja, deswegen reicht es leider nicht aus für deinen Necrozma. Dadurch kannst du den Abschlag hier rausbringen, meinen Tobutz killen. Und damit konnte Tobutz leider nicht mehr durch dein Team gehen. Es hätte tatsächlich sogar noch, also wenn das gekillt hätte, dein Necrozma, hätte es tatsächlich noch ziemlich gute Chancen gehabt, weil dein Bronzong war schon relativ low. Dafür hatte ich den Spukball. Rotom hätte auch von der Psychokinese sehr viel Schaden genommen. Bregoron sowieso. Togekiss. Für Togekiss hatte ich auch irgendwas in der Hinterhand. Ich weiß es aber nicht mehr genau was. Ja, und Mega Firnotor war schon down. Also es wäre hier durchaus noch Potenzial für Tobutz gewesen, durchzugehen, wenn halt Necrozma down gegangen wäre. Aber leider ist es nicht so gewesen. Dementsprechend hast du diesen Kampf hier gewonnen. Und damit steht es jetzt, ich glaube, 7-5 für dich, oder? Ich glaube, 7-5 steht es jetzt gerade. Ja, müsste auch korrekt sein, weil das der 12. Kampf ist. Genau. Kommt zustande. Ja, ich habe 2 Punkte Abstand. Das ist korrekt, glaube ich. Ja. Ja. Sollte so gewesen sein. Gut, dann, wir hoffen natürlich wie immer, dass euch der Kampf gefallen hat. Schaut, wie gesagt, auch in die Videobeschreibung. Da findet ihr nochmal den Live-Kampf, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ansonsten sehen wir uns gerne nächstes Wochenende wieder. Macht's gut, Leute. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.